Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lukas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Was war es, was Lukas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab nichts. Was? Das wird nicht passieren! Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos! Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E wurde mutiert. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Anscheinend bist du nicht kontrolliert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entfernen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Chris, wie oft denn noch? Die SA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst.
Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Lucas, nein! Solltest du die weißen Varianten erledigen können. Gut.
Geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Hier drüben, da oben, kommen wir raus. Scheiße, das darf nicht wahr sein. Scheiße, 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 nimm mir das Teil ab! Nein! Aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Drei Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupttür und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen.
zum Schief geht. Es hat geklappt. Wer jetzt los, bevor es auftaucht und neu startet? Mist! Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Bekommst du kein Mitleid, Arschloch? Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick! Tack! Ich umlegen müsste ich. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul! Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich retten sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde mal anders gemacht. Bye-bye! Geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas
dir das an. Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Er denkt, ich bin tot. Könnte unsere Chance. Wie war das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Sag mir Bescheid. Jemanden Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nicht an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Alle Hände voll zu tun haben. Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. Halt's mal und akzeptier's, Lucas. Oh, das wird dir gefallen. Nein. Oh, Junge. So. Fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Du musst mit Vorsicht umgehen. Extremer Vorsicht. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind.